Hallo und herzlich willkommen zurück bei Shazadi spielt Ikarus Faskort. Ja, wir haben ja das letzte Mal unsere Mission erfolgreich abgeschlossen mit den Scannerdaten und wir haben jetzt 150 von der Währung bekommen. Ich weiß gar nicht, wie die Währung sich nennt, leider. Und es steht auch nirgendwo. Und wir haben jetzt hier oben zum Beispiel die Ausrüstung, wo wir hier links unsere Gegenstände haben, die wir dann rechts in das Landeschiff reinpacken können. Und diese Gegenstände bekommen wir hier in der Werkstatt. Ja? Und ihr seht es auch schon, das ist jetzt wohl charakterübergreifend, weil ich habe ja, wenn wir jetzt mal hier in die Charakterauswahl gehen, zwei. Also das ist mein privater Spielstand. Und das ist quasi der Let's Play-Spielstand. Und in dem privaten Spielstand habe ich quasi in der Werkstatt oben die Sachen freigeschaltet. Und die haben wir aber jetzt dann auch schon hier freigeschaltet. Das finde ich natürlich sehr, sehr nice, muss ich sagen. So muss man das wenigstens nicht alles extra machen für jeden Charakter. Auf jeden Fall habe ich hier diesen Anzug. Und den stellen wir uns jetzt auch her für, ja, den Let's Play Spielstand und wir haben hier noch, ja, den Speer erforschen wir. Aber den noch Herstellungskosten 25. Dann craften wir uns den. Was haben wir jetzt noch? 50. Die Pickaxe. Die ist für den Anfang auch ganz ratsam. Was ist das? Firewrecker, hier haben wir noch die Axt, aber ich glaube für 25 können wir wenigstens das Essen hier noch erforschen, machen wir jetzt auch. So, dann haben wir jetzt schon mal, ja, gut unsere Punkte ausgegeben. Was diese Punkte sind, gibt Zahlungsmittel aus, um neue Gegenstände zu erforschen. Ja, leider steht kein Name bei. Ich weiß nämlich auch nicht, was das für Punkte sind, wo wir die bekommen und wie. Aber das werden wir noch sehen. So, jetzt habt ihr hier links diese Gegenstände, die wir uns in der Werkstatt hergestellt haben. Und ich packe jetzt als allererstes mal den First Cohort Envirosuit rein. Und ihr seht schon, plus ein Anzugslot, Modul, plus ein Sauerstoffslot im Anzug, plus ein Wasserslot im Anzug. Ich denke mal, da wird man sich dann Flaschen oder sowas reinpacken können. Und minus 5% wahrgenommene Gefahr bei Verstohlenheit. Also wenn wir dann verstohlen sind, ja, erkennen wir nicht mehr so gut wie na, die bösen Tiere. Ja? Von daher habe ich mich da, glaube ich, das letzte Mal getäuscht. Ich dachte, das wäre auch plus 5%. Aber nun ja, ist nicht schlimm. So, jetzt wollen wir diese Sachen mit runternehmen. Und das können wir, indem wir sie hier in den Landeschiff Frachtslot packen. Ja? Gut. So. Dann suchen wir uns jetzt noch ein neues Schiffgebiet aus. Und das machen wir jetzt mal. Also wir haben jetzt das hier gemacht. Das waren die Scannerdaten. Und ja, mal schauen. Ich würde euch gerne, das hier ist quasi nur. Ja, da habt ihr 30 Tage Zeit, Schwierigkeitsgrad easy, einfach um mal die Map und die Gegend ein bisschen zu erkunden. Also das hier ist wirklich ganz gechilltes Gameplay. Aber das ist mir im Moment ein bisschen zu langweilig. Hier sollen wir ein Raubtier killen. Das ist zwar Schwierigkeitsgrad normal, aber ja, habe ich nicht das Gefühl, dass wir dafür schon entsprechend ausgestattet sind. Das hier ist die Mission, die ich bereits in der Beta schon mal gespielt habe, wo wir quasi ja, Geostationen einsetzen sollen und die Position triangulieren sollen. So, dann haben wir hier unten noch. Hier sollen wir Komponenten holen. Aber wir sehen schon auf dem Foto sehr viel Blitz und Donner. Das heißt, das wird auch nicht einfach. Ich denke mal, hier sind die Wetterbegebenheiten sehr widrig. Hier oben haben wir einen in Hard, Schwierigkeitsgrad Hard. Und ja, da soll man die Canyons erkunden.
Und ich würde gerne den hier machen. Io Research Forest Biome. Hintergrundsatellitendaten von Shinotai zeigen ungewöhnliche Biowachstumsmuster in mehreren Regionen der Terrazone. Die Roboterbildanalyse deutet auf unbekanntes pflanzliches Leben hin und die Bioforschungsabteilung von Shinotai benötigt eine Probe zur weiteren Untersuchung. Mission: Finde und beschaffe die Bioproben von den drei markierten Standorten und bringe sie sicher in den Orbit zurück. Bedingungen: Alle physischen, psychischen und existenziellen Risiken und Verantwortlichkeiten werden allein vom Vertragspartner übernommen. Jo. So, also, ihr seht, wir sind ausgerüstet. Wir bestätigen die Ausrüstung. Ich gehe hier mal auf Privat und wir drücken Ja. Und ja, ab geht die Reise nach unten. Schon wieder 6 Minuten verquatscht, aber nun ja. Ich kann es nicht ändern, das muss man ja auch mal ein bisschen erklären, so dieses Drumherum. Quasi. Und jetzt warten wir, dass wir ab nach unten geschickt werden. Da sind wir wieder. Ich schneide immer die lange Ladezeit ein bisschen raus. Und ja, ihr seht schon wieder, wir sind schon wieder auf dem wilden Ritt nach unten. Aber diesmal sieht unser Anzug ein bisschen besser aus. Das finde ich schon nicht schlecht. Oder oben sehen wir schon Berge. 6:10 Uhr am frühen Morgen im Forest. Ja, moin. Okay. Shinotai are good friends to have. And they got more money than God. Okay. They've also got some of the only decent scanning tech in orbit. Their bots have identified unusual growth patterns emerging in part of the Terra Zone. The first area they want investigated is marked on the map. So, get to the zones and track down the samples and bring them back upstairs. The rest okay. On you. Good luck, friend. Also wir sind hier fast wieder an der gleichen Stelle, wie wir es vorher waren. Und ja, ich habe diese Mission, glaube ich, auch gerade am Laufen. Im privaten Spielstand, bin aber da noch nicht sehr weit. Und ja, wir gucken jetzt einfach mal. Also, was auf jeden Fall wichtig ist, das hier ist jetzt schon die Schwierigkeitsstufe normal und nicht mehr easy. Also einfach wird es nicht mehr. Wir gehen mal hier rüber. Okay, wir müssen jetzt einmal hier runter. Das sollte nicht das Problem sein, aber so ein bisschen ausstatten möchte ich mich. Aber ihr seht es schon unten in der Schnellleiste. Also wir haben jetzt diese Werkzeuge, die wir uns oben gecraftet haben, dabei. Die haben auch gewisse Vorzüge. Also ihr seht es unten. 33 bis 35 Nahkampfschaden plus 55 Abbauradius und plus 115% Ertrag durch Abbau. Allerdings habe ich festgestellt, mit rechtem Mausklick, man kann diese Sachen nicht reparieren. Und sie gehen, wenn ihr das jetzt mal ein bisschen beobachtet, da unten relativ schnell kaputt. Aber ja, ich baue mir zusätzlich noch eine Steinpicke. Aber für Dinge, die man jetzt mal eben schnell benötigt und wo man halt eine Menge von braucht, ist es natürlich nicht verkehrt, das Teil. So, nehmen wir auch direkt ein bisschen Stein mit. So, dass wir erstmal uns die Grundausrüstung zusammenschustern können. So, das haben wir schon mal. Das kommt wieder hier unten hin. Ich glaube, wenn wir mit dem Let's Play fertig sind, wisst ihr genau, wo ich auf welchem Slot was liegen habe. Weil es immer gleich ist. Da bin ich echt ein absolutes Gewohnheitstier. Aber auch aus dem einfachen Grund, weil ich so wirklich blind die Tasten bedienen kann und weiß, was ich dann in der Hand habe. So. Lagerfeuer herstellen. Holzfackel herstellen. Das herstellen.
Das herstellen. Messer herstellen. Speer haben wir. Hierfür brauchen wir noch Stöcke. Pfeile herstellen. So. Wie viele Steine haben wir jetzt? 20? Ja, müssen wir noch ein bisschen. Bisschen was mitnehmen. Das ist natürlich. Ja, ich glaube, hier machen wir mal wieder eine Mission draus. Wo wir hier mit dem Mobile Home unterwegs sind. Das fände ich, glaube ich, ganz interessant. Weil ich denke mal, ich brauche hier auch öfter mal einen Respawn-Punkt oder so. Oh, was macht ihr denn im Wasser? Was macht ihr da hinten im Wasser? Und natürlich direkt verseucht. Danke dafür. So, ihr seht schon, die Spitzhacke ist schon fast, ja, gut ein Drittel kaputt. Aber egal. Den nehmen wir jetzt noch mit. Dann noch ein paar Stöckchen. Zwischen Holz. Oh, hier erstmal alles einsammeln. Was keine Miete bezahlt. Bin ein bisschen ängstlich, muss ich sagen. Ich weiß nicht, was uns denn jetzt hier so erwartet. So, ein paar Stöcke noch. Stock und Stein, Stock und Stein. So. Die packen wir mal hier oben rein. Die Fackel, das auf die 4, 3. Dann kommt hier noch der Bogen hin. Gut. Und vielleicht noch 2 Pfeile, dass wir erstmal 20 von den normalen haben. Luft haben wir genug. Können wir uns schon vielleicht 1, 2 Bandagen herstellen. 4 Stück. Stellen wir auch schon mal her. Haben ist in dem Fall besser als brauchen. Ich bin in der Hinsicht hier wirklich mittlerweile schon, was die Grundausstattung anbelangt, echt routiniert. Muss ich tatsächlich so sagen. Also, das geht schon alles im Schlaf. Aber dadurch, dass das hier wirklich so angenehm gemacht ist, dass man recht schnell alles beisammen hat, was man braucht, ja, finde ich das ganz angenehm. Und bin gespannt, was uns jetzt hier erwartet. Ist zwar wieder derselbe Landungsplatz, ne? Also wo wir runtergekommen sind, wie beim letzten Mal. Ja. Man muss sich den Baum immer ein bisschen frei pflücken, sonst sieht man nämlich gar nicht, wo man hinschlagen muss. Ja. Hier. Gut, so, dann haben wir nämlich jetzt auch ein Bäumchen. Habe ich schon irgendwas an Klamotten gelernt? Also man kann das verschieben, jetzt mit rechter Maustaste gedrückt halten. Ne, hier habe ich noch gar nichts an Klamotten gelernt. Ja, dann sollten wir das vielleicht auch demnächst mal tun. Ist, glaube ich, ganz sinnvoll. So, hoppala. Okidoki, dann schwimmen wir da mal rüber. Ich hatte doch da oben schon ein Auge. Also. Na, ich bin gespannt. Ich würde sagen, ich mache mich mal ein bisschen auf den Weg zur ersten Stelle. Und falls was Außergewöhnliches passiert, schalte ich euch mit dazu. Wow, wow, wow. Ich glaube, ich sehe gerade nicht richtig. Da ist ein Büffel. Hier gibt es Büffel? Das ist ein Büffel. Ob der uns was tut? Hi.
Level 43 Büffel. Oh, wow, oh, oh mein Gott. Ja, Mimmel, ich dachte, er kommt auf mich. Hat er Angst vor mir? Ernsthaft? Ernsthaft, hat so ein Riesenvieh hat Angst vor mir? Oh, ich habe mich so erschrocken in mir. Oh, mir ist, glaube ich, gerade das Ganze. Mir ist gerade das ganze Blut aus dem Gesicht gewichen. Ich weiß gerade nicht, wo ich hin soll. Ich weiß nicht, was das da drüben war. Das ist ein Bär. Ja, also ich glaube. Oh, ich hieße. Ich bin ein wenig schreckhaft, muss ich gerade gestehen. Was hat uns da denn eben, was hat uns denn da eben ins Visier genommen? Man weiß halt vorher nicht und nie, was das ist, ne? Nur das Problem ist, uns darf halt hier wirklich kein Bär begegnen. Wenn uns hier ein Bär begegnet, haben wir ein Problem. Schon wieder so ein Büffel. Direkt weg. Aber Büffel. Moment, wir brauchen noch, hä? Ah, wir brauchen noch Bären. Da sind direkt zwei. Mann. Was seid ihr denn so schreckhaft? Er ist vollkommen am Ausrasten da oben. Der andere ist noch ziemlich entspannt. Hi. Ich... Was, hängst du fest oder was? Oh, jetzt hat er mich gesehen. ja, also ihr seht, das ist schon wieder super toll. Es gibt viel Neues zu entdecken. Wo ist er denn? Ich hätte gerne mal ein schönes Foto von dir, mein Kumpel. Und du stehst da immer so bedeckt und wenn ich näher komme, dann hast du Schüssel am Eng. Hast du jetzt echt den Kopf im Busch? Och Mensch. Naja, wir werden das schon noch hinkriegen. Oder so, irgendwann. So, wo sind wir denn überhaupt? Oh, wir sind ja schon fast da. Ja, dann würde ich glatt sagen, wir rennen da jetzt eh. Guckt euch das da unten mal an. Rechts Wölfe, links der Bär. Oh, ich häng fest. Ja, da hat man echt Freude. Ich finde das richtig schön, immer zu sehen, ohne das hat. Da haben wir Bär und Wolf. Nice. Aber nicht für uns. Obwohl, wir brauchen auch noch eine Bettrolle, ne? So ist es nicht. Aber vielleicht nicht unbedingt aus Bärenfell. Mimimi. So. Denn wir brauchen echt noch, ne, eine Bettrolle. Da haben wir uns noch gar nicht drum gekümmert. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Und wir brauchen halt irgendwann auch mal ein bisschen
Was zwischen die Kiemen? Also so ein paar Wölfe wären jetzt echt nicht schlecht. Und halt ohne Bärbeilage. Würde ich tatsächlich mal so meinen... Oh, Karotten. Ein Reh? Hey, ich habe das Kids getroffen. Ich habe aber doch auf ihn gezielt, oder nicht? Ich wollte doch den Großen und nicht das Kleine. Oh nein. Vor allen Dingen, das Kleine hat nicht mal Fell. Och Mensch. Wo sind denn jetzt hier die Wölfe und so? Müssen doch mal irgendwo sein. Das ist überhaupt nicht befriedigend hier gerade. Oh oh. Ah, ich habe schon mal besser geschossen. So, wo müssen wir denn eigentlich hin? Pumba? Hier gibt's Pumba? Oh oh. Ich hab's Overlay nicht an. Aua. Dafür ist dann das Overlay doch wieder gut. Pumba? Hier gibt's Pumbas? Okay. Pumba. Hast du ein bisschen Fell wenigstens für mich? Eins? Och. Das ist natürlich nicht viel, ne? Naja. Aber immerhin. Oh, ich höre Wölfe. Also ich hätte gerne schon in der Folge wenigstens... Was ist das? Da ist ein Bär. Wollen wir? War das ein Bär oder war das wieder nur so ein Büffel? Oh nö. Das war wieder nur so ein Büffel. Da drüben sind Wölfe. Erstmal der Wolf. 79? WTF. Hi. Level 79, also die Level sind hier schon ein paar andere, ne? Also ist jetzt nicht mehr hier so 17, 20. So, jetzt will ich aber mal gucken, was das da ist. Ah! Das ist das, wo wir hin müssen. Passiert jetzt? Oh, außer Meta-Event passiert jetzt hier irgendwas? Drücken, try and touch. Gather sample. Locate Anion Zone Beta. Ach so, ja, wir müssen ja 3 Stück hiervon finden. Ja, dann. Wo müssen wir denn jetzt hin? Das machen wir dann aber nächsten Folge, ne? So, wir sind hier und müssen jetzt wieder nach da. Okay, das ist ja nicht weit. Perfekt. Kommt auch nur Sturm. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, die erste Folge war jetzt hier ein bisschen... Also die erste Folge aus der neuen Mission war jetzt hier ein bisschen wirr. Aber, ja. Ist halt manchmal so, wenn man neue Dinge sieht. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schaut euch auch die anderen Videos auf meinem Kanal an. Und wenn euch gefällt, was ihr seht, würde ich mich über ein Abo natürlich am meisten freuen. Beim Abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal hier bei Ikarus. Habt bis dahin eine schöne Zeit. Eure Shazadi. Ciao, ciao.